Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner werden heute Vormittag das sogenannte Rentenpaket 2 vorstellen. Es sieht eine Sicherung des Rentenniveaus bei 48% des Durchschnittseinkommens sowie die Einführung einer Aktienrente vor. Die Aktienrente soll angesichts der steigenden Rentenausgaben dazu beitragen, die Finanzen der Rentenversicherung zu stabilisieren. Dafür richtet der Staat einen kreditfinanzierten Kapitalstock ein. Die Renditen sollen ab dem nächsten Jahrzehnt als staatliche Zuschüsse in die Rentenversicherung einfließen.